Herzlich willkommen zu meiner Equip-Show. Ich bin die Shiva und bitte nicht wundern, dass ich vielleicht ein bisschen nervös bin, weil ich habe das mit so einer Tonaufnahme noch nie gemacht und ja, gucken wir einfach mal. Ich mache das jetzt mit der Equip-Show mal, weil sie es mehrfach gewünscht wurde und ja, ich hatte also mir vorgestellt, dass ich Equip von meinen Chamis zeige, PvP-Equip, was ich da habe, von meinen Nah- und Ferni. Und eventuell halt die Pharma, dass ich die dann halt auch nochmal zeige, dass ihr euch ungefähr so vorstellen könnt, was ich für eine Equip habe. Was ich vorab sagen möchte, ist, es ist nicht das Beste, aber es reicht. Ich komme damit gut zufrieden, also zurecht, ich bin wirklich damit zufrieden, muss ich schon sagen. Verbessern kann man eigentlich vieles immer, aber wenn es danach geht, dann kann man eigentlich gar nicht aufhören, weil irgendjemand hat immer besseres Equip. So. Ich fange jetzt an, mit Tiger schon mal ein bisschen zu zeigen, die Waffen, was ich halt habe. Der bleibt es 8. Eigentlich war das nur so ein Ding, was ich als Langeweile gehabt hatte und direkt hochging und kein Interesse mehr habe. Das noch weiter zu machen, die Schilder. Ja, cool. Ach, Debulan habe ich gar nicht gezeigt. Eigentlich, was ich bräuchte momentan, auf was ich so ein bisschen am gucken bin, ist ein WGA 9 mit 10 Halbmenschen, 15 Magie und eine Dreifach-Dev-Kette. Das habe ich momentan noch gar nicht. Ich habe eher so mich auf Doppel-Dev ausgelegt und ja, daran arbeite ich halt noch. Dreifach-Dev ist nicht momentan am Anschauen, aber gar nicht so leicht auf Prios irgendwas Gescheites auch zu finden. So, das war jetzt Shiva. Und dann gehen wir jetzt mal rüber zur Ninja. Da habe ich jetzt alles draufgepackt, was von der nahen Ninja und von der fernen Ninja ist. So, sind die momentan die einzigen Dolche, die ich auf 9 habe. Ob ich noch ein zweites Paar mache, weiß ich nicht. Bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Eigentlich eher nicht, weil meine Ferni und nahen Ninja, das sind eigentlich alles nur Funchars. Der Bogen, ein KKK gekauft. Reicht. Und ja. Das sind die einzigen Dolche auch ohne Halbmenschen, aber eigentlich gar nicht großer Damage-Unterschied, habe ich festgestellt und damit ziemlich zufrieden. Ja. Schilder habe ich wirklich in Massen, stelle ich mal fest. Ja. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas noch nebenbei erzählen kann oder sollte. Ja, die sind auch noch im Aufbau, die Ewis. Alles irgendwie. Naja. Wenn ich jetzt hier fertig bin mit Lore, gehe ich glaube ich auf die Pharma-Rinnen, die bei Shiva drauf sind. Und machen wir jetzt, nachdem die Rüssis fertig sind. Hab ich das schon geguckt? Oh, ja, keine Ahnung. Und dann zeige ich das doppelt. Ist ja auch nicht so tragisch, oder? So. Oh, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir mal auf die kleine Kriegerin. So. Da ist sie, die kleine. Nicht wundern, Armband von HTK oder eventuell Quellin gebe ich halt immer noch rüber. Wenn ich es halt, wie gesagt, irgendwo mal gerade brauche von den anderen Chars. Die Waffe hat sie die eigentlich die meiste Zeit. Ich bin mit der halt ziemlich viel Sand am Farmen. Die T-Farmer momentan eigentlich eher weniger. Da rentieren sich die neuen Maps eigentlich recht gut. Ja, den habe ich eigentlich auch nur, falls irgendwas ist. Ich hatte eigentlich einen besseren, aber den habe ich vertauscht für die Dreifach der Babys. Aber zum Farmen und für den DT-Run machen oder so reicht es alle Male. Kommt zurecht. So, dann wechseln wir mal auf die andere kleine Schale. Die habe ich mir eigentlich mal aus Langeweile bei einem Event vor 2 Jahren erstellt. Und irgendwie wurde die mal höher und ja,
Mittlerweile wird sie eingesetzt als Charmy halt für die neuen Maps. Entweder gehe ich mit der alleine los oder ist halt die Buffy von meinem Sucher. Oder halt fürs Schlüsselfarm in der Grotte ist sie zuständig. Und mit der Charmy kriege ich wenigstens die Boss alleine down, mit meinem Sucher irgendwie nicht. Und in der zweiten Charmy hinterher zu laufen wegen Buffs bin ich ein bisschen faul. Bios hat sie auch soweit fertig. Ja, und das Equip, was da halt immer drauf ist, ja, 12 in. Rest ist eher ja Nebensache. VM-Helm, PVM-Rüssi, PVM-Schuhe. Auch ganz netter Schild, leider kein Avio, aber man kann ja nicht alles haben. Bisschen Halbmenschen hat sie drauf, halt auch fürs Knochengesicht zu hauen. Und und irgendwie immer so gern so die Clips sammeln. So, da die Waffen noch. Und dann war es das, glaube ich. Und dann gehen wir auf den Sora drauf. Meine Ohrchen. Bin stolz. So. Dann suchen wir Sora. Und ich sag mal bis gleich. So, da sind wir wieder beim Sora. Ehrlich gesagt habe ich gerade keine Ahnung, wo der steht. Ich weiß es nicht mehr. Momentan bin ich ziemlich viel am Terra spielen und in-game habe ich dann nicht so eine Ahnung, wo ich gerade... Ah, okay. Ich stehe beim Knochengesicht. Ja. Ah, nehmen wir das direkt mal mit. Ich habe nicht wirklich alles auf P hier auf dem kleinen Sora, weil ich... Ja, keine Ahnung. Es ist so eine Aktion, so wie, wenn ich mal Langeweile habe, lese ich da Seelsteine. Das Wichtigste war eigentlich nur Klinge und Furcht und der Rest war so ein bisschen Nebensache. Ist halt wirklich echt nur zum Farmen gedacht. Bios hat er komplett fertig. Zweimal Angriffswert genommen. Nicht recht zufrieden. Gefällt mir, wollte ich auch so haben. Und ja, das Equip. Skifty. Er hat eigentlich auch nicht wirklich immer viel mehr drauf. Halt auch zum Haupt-Level. Also Hauptsache dann, wenn... Ich kann ihn eigentlich überall einsetzen, mal kurz spontan. Und dafür ist er ganz gut. Egal, wo ich ihn brauche, ist da. Ja, die habe ich auf 8 gehabt, eigentlich nur zum Ausprobieren. In dem DSS. Und ich muss sagen, ich bin nicht begeistert. Da bist du mal Damage Loop, der gefällt mir. Lasse sie allerdings auch blank. Weil auf so einen Scheiß mache ich jetzt keine Runis drauf. Und, ja, was habe ich hier noch? Ah, okay. Das war's dann auch schon. Von meinen Chars. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.